Jo, weiter geht's hier in der, die Dingens hier, ne, und so. So, ja, diese Quest werden wir jetzt verfolgen. Jetzt werde ich mich nochmal aufrüsten. Zack. Und dann hier lang muss ich. Jo. Ja, die Armbänder, die bringe ich. Was ist das denn da? Moment. Das? Oder was ist das? Ja, war nur das. Ne? Ich dachte, wäre jetzt was Besonderes. Ist nicht so ein Scheiß, aber auch. Ja. Huch. Alles da oben. Da waren wir schon. Weißt du was, komm, wir gehen mal dahin. Und die Quest, die nehmen wir dann auch direkt mit. Ja, weil sonst komme ich ja gar nicht mehr klar. Neukullen. Ah, ja. Halt. Doch, sorry. Ja, genau. Willkommen. Oh Lord. Ich weiß, unser kleines Lager ist unscheinbar, aber es ist unser Zuhause. Oder wie würdet ihr einen Ort, an dem ihr geliebt werdet, sonst nennen? Ich bin Lord Krass, Erbe von Dolph Arne und zukünftiger Bürgermeister von Neukullen. Also, wieso Flüchtlinge? Erzähl. Der Krieg hat diesen armen Seelen alles genommen. Ihre Höfe, ihre Familien, ihre Zukunft. Jetzt suchen sie eine neue Hoffnung in einem hoffnungslosen Land. In Dolph Arne war ich reich und angesehen. Das war für mich selbstverständlich. Deshalb habe ich beschlossen, diesen guten Leuten auf die Beine zu helfen. Ach so, und wieso bist du Lord Krass? Also wieso bist du Lord oder bist du nur von dir selbst ernannt? Mein Vetter Klüet Arne hat Dolph Arne für ein lasterhaftes Leben in Rathir den Rücken gekehrt. Als der Krieg ausbrach, musste ich alles der Armee von Alpha überlassen, mit Ausnahme von Orlik. Eines Tages werde ich zurückgehen. Das ist mein Geburtsrecht. Aha, also ist er wirklich. Und hast du keine Angst vor den Tuatha? Hier draußen? Nein. Ich habe keine Tuatha gesehen auf dieser langen, tückischen Straße. Allerdings gibt es genug andere Gefahren. Das könnt ihr mir glauben. An den Klippen im Osten wimmelt es von Banditen. Außerdem kursieren unter den Flüchtlingen Gerüchte über Spione. Ich für meinen Teil gebe aber nicht viel auf dieses Geschwätz. Ja gut, okay. Aber die verlassene Ebene hier, warum hast du dir gerade die ausgesucht? Das ist kein Ort für diese Leute. Ich habe auf meinen Reisen viele sorgenvolle Gesichter gesehen. Aber nichts hätte mich auf das Leid vorbereiten können, das ich hier antraf. Wenn es stimmt, was Sie sagen, ist die verlassene Ebene tatsächlich verflucht. Nur die Feien können einen Ort so nachhaltig verderben. Für sie ist der Tod nur ein Neubeginn. Da gebe ich dir recht, aber was ist Neukullen? Hast du das gegründet jetzt? Ah, gut, dass ihr fragt. Kullen war ein friedliches und blühendes Dorf, aber heute sind nur noch Knochen und Asche übrig. Als sie unsere Häuser niederbrannten, weckten die Tuatha unseren Überlebenswillen. Wir werden Kullen als Neukullen wieder aufbauen. Alles, was wir dazu brauchen, ist das nötige Gold. Wir könnten ja die Schätze von Kullen bergen. Helft ihr uns dabei? Was sind das für Schätze von Kullen? Ich will nicht klauen für dich. Es gibt viele Wertsachen. Aber nur einige wenige bringen das Gold ein, das wir für den Neuaufbau brauchen. Ein Gemälde, eine Urne, eine Kiste und etwas Schmuck. Also, ja klar, sicher, ich helfe euch. Euer Großmut ist einzigartig. Hört mir zu. Wie alle großen Anführer habe ich nämlich einen Plan. Es geht dabei um die Schätze von Kullen. Die Bewohner dieses Dorfes waren keine einfachen Bauern, sondern Mitglieder der Oberschicht. Der Besitz, den sie angehäuft hatten, war einzigartig. Um ihre Besitztümer zu schützen und weil sich viele von ihnen auf der langen Reise als unhandlich erwiesen, haben sie sie versteckt. Ich möchte, dass ihr sie mir bringt. Wir müssen sie nämlich leider verkaufen. Aha. Bitterwölbe.
Wo sind die denn genau? Erzähl. Die Gegenstände sind in der Bitterwölbe, östlich von hier, unweit der Hügel. Die Höhle war verlassen, als wir die Nacht dort verbrachten, aber ich fürchte, inzwischen ist sie bewohnt. Aha, ja gut, okay, lebt kein wohl. Problem. Die Schätze von Kullen, ich schreibe mir das auf. Schätze von Kullen. Gut, noch nicht. Halt, Moment, ich habe doch da gerade was gesehen. Ja. Ich bediene mich mal eben hier, ne? Habt ihr ja kein Problem mit. Hm? Ei! Ja. Stiefel des Wanderers. Ja, aber schöne Sachen hat er hier drin. Oh, was haben wir denn hier noch? Hängen bleiben. Ja. Oh, da kann ich mich verstärken. Machen wir auch. So, dann gehen wir jetzt weiter. Ja, oh, da sind noch so viele Quests. Lecko von. Das ist schon nicht mehr feierlich. Nee. Ja, mach ich. So, wo kommen die anderen? Da. Wiedersehen. Komm noch. Zack, so nicht. Schatzsack. Oh, der hat noch weiter. Ja. Mache ich wirklich nur, weil das ist richtig Kohle. Habt ihr ja selbst gesehen. 12 Stück, 17.000, 17,5. Na eben, auf nett. Ja. Aber hier geht's einmal rum. Ja. Einmal rumgehen. Na komm schon. Dann. Oh. Ich dachte, man könnte jetzt hier einfach so rumgehen und dann habe ich da das Ziel. Aber nö. Ist halt nicht. Halt, halt. Ja. Ihr habt ja selber gesehen, also sammeln ist hier mega wichtig. Ja. Jetzt bin ich mal ganz krass. Wer hier keine Lust zu sammeln hat, der sollte auch nicht. Boah, drei Stück, Alter! Du hast mich jetzt gar nicht interessiert, glaub mir. Aber das hier. Ja. Boah. Aber was ist da? Was ist da? Da will ich hin. Die wollte ich jetzt nicht aktivieren, aber gut. Herrlich, guck dir das. Ey, guck dir das an. Komm ich nicht weiter.
geöffnet. Dahinter. Jetzt kommen die. Das an. Ich komme nicht weiter. Boah, ach, jetzt ist das auch noch unten. Nein, ich bring. Ey, sag mal, ich komme hier nicht weiter. Ich komme nicht zu der Quest. Absolut nicht, nein. Was ist das hier? Oh Mann. Na dann komm. Was ist denn jetzt schon wieder? Woher soll ich das wissen? Ich habe es euch bereits gesagt und ich sage es euch erneut. Wir brechen auf, sobald es irgendeinen anderen Ort gibt, an den wir gehen können. Sagt euren Freunden in Emaire, dass wir, solange die Tuatha unser Zuhause niederbrennen, weiter nach einem Ort suchen werden, an dem wir uns niederlassen können. Ich habe ja auch nichts dagegen, aber Elrod Edmund, warum bist du so angeekelt? Ich bin in Kullen aufgewachsen und verbrachte meine Sommer damit, an der Tyveli-Küste zu fischen. Und als der Krieg kam, schlug ich mich auf die Seite von General Tilera. Möge sie sich selbst vergeben. Wieso selbst vergeben? Aber was ist mit Emaire? Sie behaupten, sie besäßen kaum Vorräte. Sie wären nicht in der Lage, auch nur das kleinste Almosen zu erübrigen. Mhm. Aber ich weiß es besser. Ich habe es gesehen. Im Gegensatz zu uns haben sie alles, was sie brauchen. Und noch mehr. Ach du Schande. Aber die verlassene Ebene ist doch gar nicht so sicher hier. Wir sind hier sicher vor den Feien. Vor ihnen allen. Wir sind einfache Leute, die keine Bauern im Spiel der Unsterblichkeit sein wollen. Egal ob Sommer oder Winter. Was Emaire betrifft, so haben die Dorfbewohner klargestellt, dass wir nicht willkommen sind. Sie wären wohl verständnisvoller, wenn sie unsere Nöte am eigenen Leib erfahren hätten. Da gebe ich dir recht, aber die Tuatha haben euch angegriffen? Warum? Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Und ich kenne die Tuatha. Ich selbst habe im Krieg mehr als genug von ihnen getötet. Mhm. Ich bin Elrod Edmund, Anführer dieses erbärmlichen Trupps von Bittstellern. Wir kommen von den Höfen der Tyvilli-Küste. Doch wenn ihr nun dorthin geht, werdet ihr nur noch Ruinen vorfinden. Die Stoßtrupps der Tuatha haben uns dort mit Schrecken überzogen, wo wir am sichersten waren. Zu Hause. Unter uns gibt es Spione, meine Liebe. Und sie müssen aufgespürt werden. Werdet ihr mir helfen? Woran denkt ihr? Tötet sie. Was sonst? Ich würde es ja selbst tun. Aber ich muss meine Leute anführen. Sie haben keine nennenswerte Hoffnung mehr. Meine Stärke ist alles, was ihnen geblieben ist. Ja gut, ich versuch's mal. Sehr schön. Dann sollten wir unauffällig vorgehen. Es gibt 3 Personen, die ich verdächtige, für die Tuatha zu spionieren. Sie werden in Gold bezahlt. Es gibt keine Belege für ihre Taten. Anret Amfast gibt sich als Rekrutierer des Militärs aus. Froma und Nack hingegen sind Bewohner unserer Lager in der Ebene. Seid vorsichtig. Geht davon aus, dass sie eng miteinander verbunden sind. Seid schnell. Seid erbarmungslos. Wo finde ich denn die Knaller? Anret schleicht meistens in den Schatten der verlassenen Ebene herum. Versucht es in Emaire oder den westlichen Feienlanden. Froma und Nack findet ihr vermutlich in einem der Flüchtlingslager im Osten. Ja gut. Viel Glück. Ja, sie sind unter uns, okay? Sie sind unter uns. Ja, oh Mann, ey, hier habe ich aber auch zu tun. Nee, komm, Moment. Hier ist die... Da könnte ich zwar jetzt hingehen, aber mache ich jetzt nicht. So. Ja, jetzt muss ich da den ganzen Schnodderrotz lang runtergehen. Ja, ich sag mal, wenn ich vom Weg abkomme, dann komme ich richtig vom Weg ab. Deswegen bin ich manchmal so, dass ich eigentlich schnurstracks, mag zwar nicht so spannend sein wie alles andere, wenn man das dann macht, aber es ist nun mal halt so. Ich kann das nicht. Mensch, lauf schneller, du Kuh. Auf Wiedersehen. So, dann komm her. Ich warte.
Komm doch. Ja, was ist? Kommst du oder kommst du nicht? Oh, der muss auch verbrennen. Ja, eigentlich schon. Sag ich doch. Ist das nicht ehrlich? So. Jetzt holen wir uns noch den. Alter, was ist denn jetzt los? Was ich jetzt mal mache? Jetzt mal auf. Halt hier, zack. Ne, Konsum. So. Zack. Die Sachen, die nicht so naja, gut sind, die werde ich benutzen, aber jetzt habe ich nur noch. Gut, ab dafür. Jetzt muss ich wieder runter. Erst musste ich auf, dann wieder runter. Jetzt bin ich auch gleich. Da ist schon wieder was. Ja, ich bin kaum da, schon bin ich wieder voll. Ah, ein Wissenstein, herrlich. Dann kehrte die Prophetin zu ihrem Volk zurück, das sich mit seinem frostigen Land begnügte. Tirin besprach, soviel ich weiß, ihre seidenen Roben, den Stoff aus Lyrias Hand. Hört mich an! Die Worte der Göttin spreche ich zu ihrem Volk. Und ich habe gehört von sternenerleuchteten Landen in ihrem gewebten Griff. Ihr Weg führt nach Osten. Diesen Weg müssen wir einschlagen, denn diesen frostigen Tälern fehlt jegliche Schönheit. Unsere Cousins, wir sagen euch, grämt euch nicht mehr ob unseres Leids. Wir werden ans andere Ende Alfarias gehen und Doc Alpha sein. Zufrieden. Ja, ich bin ja Doc Alpha, also zufrieden bin ich jetzt nicht wirklich. Oh, was kommt denn da jetzt? Ja, mein Freund. Und tschüss. Der fällt aber langsam um. Ja gut, der hat genug Masse. Hallo? Nix? Nö. Ist nicht meine Güte. Ich sag ja, ich bin gleich, stehe ich davor und bin rappelvoll. Ja. Kallas Notizen. Gucken wir mal, was da so interessant an Kallas Notizen sind. Da, nee. Da, Kallas Notizen. Über die Geschichte und das Wesen der Feen. Im berühmten Gottsturm aus verdorrender Krieg genannt, nahm Lord Ysar den uralten verfluchten Talisman des Schicksals an sich. Ein mächtiges, aber gefährliches Artefakt, das von den Clan-Champions der Lichtfeen aus dem Zeitalter der Helden stammte. Ysar traf in Nebel und Treibsand der schattigen Ebene auf Lord Owen und seine Kriegsbande. Lord Ysar, Lord Owen und ihre Kriegsbanden kämpften stundenlang, bis die meisten ihrer Anhänger tot und Ysar und Owen beide schwer verwundet waren. Schließlich wurde Ysar tödlich verwundet und Owen, im Glauben, der Sieger zu sein, ließ Ysar allein zum Sterben zurück. Doch der schwer verwundete Ysar gab seinen Pagen den Talisman des Schicksals und ließ ihn Owen verfolgen. Aha. Kann ich nicht zerstören. Nein. Kann ich nicht. Es geht so nicht. Es geht so nicht. Oh. Stiefel. Was haben wir denn da? Lecker Stiefel. Da.
34. Kann ich noch gar nicht anziehen. Dann sind die anderen. Kann ich auch nicht anziehen. Na super. Wie voll bin ich denn? 80. So, jetzt haben wir hier dann noch. Schadensverstärkung. Komm, jetzt nehmen wir das auch noch mit. Mulrane. Was ist da? Zurück. Aber jetzt werde ich erstmal. Nee, da. So, zack. Heureka, schon sind wir drin, schon haben wir es geklärt. Nee, ja, okay. Jetzt gucken wir uns natürlich hier wieder um. Guck mal, da ist die Geheimtür. Ja. So weit von. Ich habe jetzt noch zwei so Dinger. Also noch eins. Habe ich gerade gesehen. Ist mir gar nicht aufgefallen erstmal. Nee, Brief von Lerkara. Gelehrten Enger. Die ersten Berichte über das Verschwinden von Dorfbewohnern unter mysteriösen Umständen waren nicht übertrieben. Mehrere Opfer wurden aus ihren Häusern entführt. Anzeichen von Gewalt lassen auf einen Räuber von enormer Stärke schließen. Es wurde kaum versucht, Kampfspuren zu verwischen, doch es führt fast keine Spur zurück in einer Höhle oder ein Nest. Von besonderem Interesse ist für mich ein Herr namens Patrick Morkan. Ich habe alle im Dorf verhört und er ist der Einzige, der ob der verschwundenen Bürger nicht besonders zu sein scheint. Es ist eine schwache Spur, doch ist bisher die einzige. Ich schreibe erneut, sobald ich mehr erfahren habe. Adeptin Lekara Phil. So, da haben wir noch hier. Gottsturm, die Gedanken Dulstans. Anschließend herrschte Lord Yser über viele Jahre des Friedens hinweg in Dalentat, bis die Feingruppen des östlichen Klurikons sich unter dem Banner des großen Kriegsherrn Ohn versammelten. Eratel plünderten und dann Dalentat angriffen. Lord Ohn verabscheute die Lichtfeinde und nannte sich und seine Anhänger die Dunkelfeinde. All die magischen Energien der Feinde wurden auf diese einzige verzweifelte Unternehmung des Krieges gerichtet. Das Land und seine Früchte wurden vernachlässigt. Felder und Wälder wurden verwüstet. Zum ersten Mal sah das gesamte Feindvolk zu mir Elend und Hunger konfrontiert. Und der Konflikt wurde der verdorrende Krieg genannt. Die kriegerischen Feinde des Ostens besiegten die schwächeren, friedensliebenden Feinde des Westens in jeder Schlacht, bis Lord Yser die feinen Armeen von Lord Ohn auf die Erebene lockte. Aha, und was ist das hier? Suche nach dem Erbe des Esters. Die Suche nach dem Erbe der Familie Aster. Dieses Geburtsrecht von Aster musste geteilt werden, meine Söhne. Nur wenn ihr die Amulette gemeinsam verwendet und seine Familie wieder zu einem, könnt ihr den Schlüssel bilden, mit dem ihr findet, was euch zusteht. Endlich verstehe ich diese Verkündung.
Die beiden Amulette der Asta-Zwillinge müssen am Grab ihres Vaters Eten Asta vereint werden. Ich habe lange nach diesen Amuletten gesucht, doch nun ist mir klar, dass sie vor langer Zeit mit den Asta-Zwillingen begraben wurden. Ich kann nur an die Erbschaft gelangen, indem ich die Gräber von Bodan und Herik Asta finde und die beiden Amulette an mich zu nehmen. Aha, na prima. So, komm, gucken wir mal schwer. So geht's auch. Ja, da komme ich gleich hin. Was ist das? Mittel. Na also, warum nicht gleich so? Fast verflucht werden. Ja, ist das nicht herrlich?